Manchmal ist der Alltag einfach so übermächtig, dass die Gedanken rasen und sie sind gar nicht richtig zur Ruhe zu kriegen. Und selbst wenn wir dann bei einem Hundespaziergang ankommen, schaffen wir es gar nicht, uns auf unseren Hund zu konzentrieren oder auf uns zu konzentrieren, uns wahrzunehmen und die Welt wahrzunehmen, die Schönheit der Welt. Und deshalb habe ich heute mal eine gewisse Entspannungstechnik für euch, die ihr gerne nachmachen könnt, damit ihr als Rudelführer stark seid und euren Hund wahrnehmen könnt. Denn diese Zeit mit eurem Hund, dieser Spaziergang mit eurem Hund ist eine ganz wertvolle Zeit und ist meistens die einzige Zeit für den Hund, wo er überhaupt eure Aufmerksamkeit so richtig voll kriegen kann. Natürlich mit einem super stressigen Alltag und mit den Gedanken, die dann rasen und dieser Unruhe in einem, schafft man es dann nicht, dem Hund gerecht zu werden, wie auch. Und ich hoffe, dass diese Entspannungsübung euch ein bisschen dabei helfen kann, wieder im Hier und Jetzt anzukommen, ein bisschen Ruhe in euch reinzubringen und Kraft zu tanken. Manchmal mache ich diese Übung nur einmal am Anfang des Spaziergangs, je nach Stresslevel. Und manchmal brauche ich das auch ein paar Mal während des Spaziergangs, um wieder durchzuatmen und wieder mir selber mehr bewusst zu werden und den Alltag so ein bisschen rauszuschieben. Der Alltag kommt schließlich noch früh genug. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen eine gewisse Hilfestellung geben, damit es wieder ein bisschen ruhiger in euch wird und der Alltag einfach nicht mehr so übermächtig erscheint, die Gedanken ein bisschen weniger rasen und wieder Ruhe in euch reinfließen kann. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut.